Jetzt hinter dir, ne? Pass auf. Und gleich munter. Ja. Ja, ja. Okay. Hey Mann, wie geht's? Gut, schön, dich zu sehen. Und das ist deine verrückte Tür. Ich will dir das im Angel auch keinen Verkaufsmacht. Wer soll das hier verraten, nicht? Darum geht's. Okay, denk mal nach. In ein paar Jahren ist Trisha ungefähr wie alt? 20? Angie ist aber dann 16. Du siehst nur noch Enkelkinder, Leberflecken und Stützstrumpfhosen, Charlie. Das mache ich alles nicht. Natürlich nicht. Niemand macht das. Na los, fass! Das Legacy! Sie! Ein Wasser. Danke. Hör zu, Trisha. Du weißt, was ich für dich empfinde. Wir haben viel Schönes zusammen erlebt. Ja, weißt du noch wenigstens? Oh ja. Sie spielen ein Rad. Gute Besserung. Was ist los? Chuck ist dabei, eine Grippe auszubrüten. Er kann heute Abend nicht mit uns Bielefeld spielen. Oh. Da muss niemand viel, spiele ich gerne mal mit. Sie spielt viel. Allerdings. Und ich spiele sogar ziemlich gut. Tatsächlich. Chuck ist sozusagen der Finger des Wegen. Die Nocken. Dr. Foster, ich glaube, solche Partien haben Sie noch nie gesehen. Einmal im Monat. Tanzen Cliffs Vater und sein Freund Homer hier an, um Chuck und Cliff fertig zu machen. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt noch spielen, nachdem sie in 5 Jahren nicht ein einziges Spiel gewonnen haben. Oh, ich würde da gerne mal einen Abend mitspielen. Das glaube ich nicht. Oh, doch. Ich muss was dazu sagen. Es gibt da eine alte Tradition des Pinocchio. Wenn man alle Stiche gemacht hat, das sogenannte Kopf. Also mein Vater und Homer, die sagen nicht nur, jetzt habe ich dich aber gewarnt. Sie meinen, die waschen einen wirklich den Kopf? Es ist viel schlimmer. Sie waschen nicht nur, Dr. Foster, sie polieren, sie bügeln, sie bohren und sie bescheißen. So intellektuell sind sie auch. Dann tun sie es verbal. Sie sagen Dinge, die ich hätte den Hotdog nicht mehr essen sollen. Jetzt habe ich Herzschmerzen. Sie machen es meistens noch deutlicher. Etwa so. Oh ja, gestern habe ich mit meiner Frau im Garten die Rosen geschnitten. Und hab mich gebiegt. Und in den Rosen saß eine dicke
Nein, nein, ich habe einen Partner. Es ist Dr. Foster. Und das ist mein Freund Homer Dobbs. Ich freue mich sehr. Ganz meinerseits. Ich habe dir schon gesagt, dass Sie leidenschaftliche Spieler sind. Es geht nichts über ein gutes Spiel. Oh ja, es ist die Freude am Spiel. Ganz egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Manches teilt man gern online, anderes nicht. Microsoft versucht zu helfen. Wir bieten Tracking-Schutz im Internet Explorer an und machen uns für den ganzen Tag nur die Dummheit durch die Aufzählung. Ich meine auch nicht das Match, sondern das Crown, euch damals nicht eingestellt hat.